Yo, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir endlich mal eine Lösung für die Krankheit von Colette gefunden. Dafür brauchen wir einmal Zirconium und das andere habe ich schon wieder vergessen. Geil. Wir brauchen ein Mana-Blattkraut, okay. Währenddessen ist Kuchinawa aufgetaucht, der immer noch sich an China rächen will, weil die Mist gebaut hat in Mizuho. Und wir haben uns auf ein kleines Duell geeinigt, was in der Nähe von Mizuho aus auf so einer Insel der Entscheidung, glaube ich, ausgetragen wird, stattfinden soll. Und ja, als wir nach Mizuho gegangen sind, haben wir voll Standbock von China bekommen und der Typ steht hier irgendwie so verdächtig herum. Ist er aber nicht. Unsere Wege führen uns hier nach Sübak, wo das Zirconium sein soll im Forschungslabor und da gehen wir jetzt hin. Da werden wir bestimmt ohne Probleme finden. Was sich halt schwieriger erweisen wird, ist der E-Mail-Wald, der danach kommt. Auserwählter, bitte vergib mir. Was? Ich habe gehört, dass ein 3 Meter großer Engel vom Himmel herabgestiegen ist und all jene verschlungen hat, die sich den Auserwählten in den Weg gestellt haben. 3 Meter groß? Verschlungen? Mann, ich wusste ja gar nicht, dass es solche furchteinflößende Engel gibt. Dieses Mädchen mit dem Kruxeskristall verschlingt doch nicht etwa auch manchen Menschen? Macht euch nicht lächerlich. Ich vertraue dem Auserwählten. Wirklich. Ist schon gut. Ist noch von dem Zirconium da, das ihr von der Lazareno-Gesellschaft gekauft habt? Zirconium? Ja, da ist noch was. Könnten wir etwas davon haben? Natürlich, es befindet sich im nächsten Zimmer hinter dieser Tür. Überall liegen Bücher herum, aber ihr solltet es trotzdem gleich finden können. Ich lasse die Tür unverschlossen. Bitte tötet mich nicht. Ja. Perfekt. Luke? Nein. Er sah von hinten aus wie Luke. Also nicht der aus Star Wars, ne? Er sieht ein bisschen anders aus. Ich meine den aus Tales of the Abyss natürlich. Das Spiel, das ich nicht schon 10.000 Mal in diesem Projekt hier erwähnt habe. Wie kommt das? Oh! Zirconium gefunden! Ja! Yeah. Jawohl! So. Ja. Dann müssen wir nur noch nach den Heimdall. Ich sage aber immer Emirwald, weil irgendwie ist der Emirwald da drum. Ich wollte ja noch mal ein bisschen gucken. Was war ein Chaos? Vielleicht sollte nicht. Bla bla bla. Achso, die Anschläge waren also falsch. Man sollte nicht leichtfertig sein. Shit, heute Patriarch seine Fehler. Ja, genau. Wir waren ja, glaube ich, schon mal drin, haben alles erkundet, aber egal. Wir haben jetzt eine andere Zeitrechnung. Ja, nee, möchte ich nicht essen. Ich hätte allgemein gerne Fisch esse. Eigentlich gar nicht. Aber egal. Nee, die Bücher sehen irgendwie verdächtig aus. Sind sie aber nicht. Und die auch. Sind sie auch nicht. So. Dann. Die Ding. Ist auch nichts. Mein Gott, wie lange ist denn das hier noch? Ups, Entschuldigung. Mal, kann ich hier schon mal rein? Ach, das ist hier der Dingens. Die anmutige Auserwählte nimmt den Gullideckel. Sehr schön. Alles klar, dann müssen wir ja nur noch zum Emirwald. Heimdall meine ich natürlich. Ich werde es irgendwann begreifen. Und zwar, wenn wir nicht mehr dahin müssen. So, da steht ja auch Emirwald. Okay, das müsste ich ja nicht so schnell verfehlen. Ist mir nur so vor, oder ist die Karte sehr viel größer eigentlich? Sieht irgendwie viel weiter aus, wenn ich hier auf Karte gucke. Dabei sind nur eine Sekunde entfernt. So, dann mal rein da. Keine Frage, Heimdall liegt vor uns. Ich erinnere mich wieder. Da vorne liegt der Ort, an dem ich geboren wurde. Okay, lass uns gehen. Oh, ich habe gar nichts gedruckt. Bekannt aus Herz von Thesia. Okay, was ist hier vorgefallen?
Was hat Rain hier getan? Was haben die Leute hier mit Rain getan? Eine rosa Blume blüht. Und da ist eine Truhe. Resistenz. Okay. Was? Springen. Okay. Rain, na? Resistenz mit einem. Ah, okay. So. Was macht das Ding denn jetzt? Also gut. Ja! Oh, diesmal macht es ein Geräusch. Wie langweilig. Was ist passiert? Ja, wie funktioniert das? Gleichzeitig nur in einem bestimmten Plätzen Wirkung. Mach so. Wahrscheinlich da drinnen, ne? Wenn ich da in diesen Ding reingehe, ne? Wo ist? Was? Oh, Schreck, lass nach. Du bist ein Weichei. Nein, ich habe echt gedacht, China käme auf mich zugerast. Wie bitte? Okay, okay, das reicht. Der Ring kam also. Er kann vielleicht Tiere rufen? Anscheinend musst du auf den Baumstumpf klettern, damit er Wirkung zeigt. Ich habe das Gefühl, dass er auf die Blumen, nicht auf den Baumstumpf reagiert. Oh, das ist ja eine Irrefunktion. Oh, nun gut. Tiere zu rufen macht Spaß. Okay, was passiert, wenn ich hier mache? Ja, hier ist auch eine Blume, hallo? Eine rosa Blume blüht. Okay, dann nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Monster. Fällt mir in, weiß ich nicht, bestimmten Maßen nicht. Dann schaue ich eigentlich. Ah, Colette. Da muss ich dann einsetzen, wieder die magische 50 zu erreichen. Spam. Ich will neue Sachen lernen, hallo? Das heißt, erstmal Spam. Sehr gut. Und den Angriff. Soll ich ihr vielleicht irgendwie sowas geben? Sehr gut, danke. Was ist das überhaupt für ein Viech, was da ist? Ist das irgendwie ein Zuckerwattebär oder was? Was zum. Das hat ein Gesicht. Ich dachte, da wäre so ein Bär. Healing Window. Was ich gemerkt habe, irgendwie. Alle Zauber sind Englisch oder Englisch. Die Arts sind alle, glaube ich, oder ich glaube, ja, ich glaube, die normalen Arts hier sind alle irgendwie japanisch. So, vielleicht so breit. Sandwich. Colette, was? So. Keine Ahnung. Eruption und so. Dennis hat voll viele Sachen hier schon. So, gib mir mal Dingen, was den TP-Verbrauch ein bisschen senkt. Wer hat das jetzt? Leute, ne? Dafür bekommst du. Weiß ich nicht. Was anderes. Und hier, so. Ich bekomme jetzt. Wo ist das jetzt hier? So. Nicht mal gut, dass wir wieder in der Dungeon irgendwo sind. Oh. Na gut. Hm. Das ist auch eine Blume wieder. Jetzt hat er nicht die Eba aus dem aus Tales of Phantasia auf. Muss man doch auch als allererstes gegen so ein Viech kämpfen. Und seine Kinder, glaube ich. Mal zum Teufel. Ich habe übrigens Tales of Phantasia nie durchgespielt. Auch wenn ich so viele Andeutungen zu diesem Spiel mache. Also bitte jetzt nicht irgendwas hinschreiben, so, ja, genau, das ist genau wie damals in Phantasia im Finale und was weiß ich. Weil irgendwie keine Ahnung. Ich kam irgendwann nicht weiter. Ist fast genauso abgelaufen wie ihr in dem Spiel. Oh, Heilung, Heilung, Heilung. Ja.
Die haben uns aber schon aufs Maul irgendwie. Aua. Ja. Ja. Was zum? Kannst du es wagen? Wir hatten aber auch viel aus, ne? So können wir TP spammen, wie blöd. Techniken spammen. Kraftschub, jawohl. Und schon wieder ist Ding kaputt. Ist auch nicht. Dabei haue ich die ganze Zeit wie blöd irgendwie Techniken ein. Sehr gut. Okay, das war nicht so gut. Wir haben auf allen möglichen Weisen ja aufs Maul bekommen. Okay, das war Verschwendung. Egal. Zwei T. Ja, was? Ja, das ist auch nicht schlecht. Wir lernen was damit. Sollte mal wieder ein bisschen herum experimentieren. Ich sollte aber erstmal hier Level 4 geben haben. Das wäre richtig gut. Wenn man mit großer Kraft dagegen schlägt, okay. Ein bisschen offensichtlich, was man hier machen muss. Warum kommt da so eine Trommelwirbel-Untermalung? Sonnenpanzer, ich habe keine Erfahrungsgeber, Level 4. So, das wäre jetzt perfekt eigentlich für sie. Sie ist jetzt gerade an der Front. So, ich wusste es, dahinter war was. Gladius, das ist ein Messer. Ah, niemand. Ja, okay. Ja, Stahlbrech, sag ich doch. Wenn man jetzt mir zu verhängen ist, dass ich alle Sachen hier behalte, aber einfach mal so. So, man muss ja alles ausprobieren, ne? Ja, okay. Ich glaube, hier ist nichts. Jetzt sieht schon so aus, als würde es weitergehen. Deswegen gehe ich mal woanders hin. Ne. Wieso kann ich hier springen? Was bringt das jetzt? Warum kann ich mich random auf irgendwelche... Warum kann ich random irgendwie auf irgendwelche Sachen drauf springen? So, komm mal her. Ich frage mich ja, wo die Tiere alle herkommen, ne? Was zum... Mein Gott, die sehen aber ganz schön hart aus. Nur mal so gucken hier. Das sollte ich auch ein bisschen öfter machen. Jetzt auf der Wiss habe ich das immer gemacht, aber man kann ja nirgendwo richtig nachgucken. Außerdem muss man jetzt immer wieder neu analysieren. Das ist ein bisschen nervig. Deswegen mache ich das hier nicht so oft. Also man kann man nirgendwo Level und so weiter alles sehen. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Spruch gelernt. Oh ja, Revitalisierung, jawohl. Der Imba-Heilspruch. Sehr gut. Ja. Ich will mal gucken, wie oft ich jetzt schon meine Angriffe eingesetzt habe. So, du bist wahrscheinlich jetzt schon längst tot, aber egal. Hey. Leck mich. Da ist doch so was von. Was ist hiermit? Wie sieht's jetzt aus? Trage mich hinfort. Nein, okay. Nach da oben kann ich lang, glaube ich. Oder? Jo. Nee, doch. Grand Chariot, jawohl. Grand Chariot.
Holy Song, Angel Feathers, Damage God. Haben wir jetzt schon wieder alles? Ring Cyclone, ja. Triple Ray Trust. Ja. Wie sieht's mit den anderen aus? Nullify, Dispel, ja. Finde ich blöd. Ich mach offscreen irgendwie ganz oft Spam, einfach so. So, wie sieht's hier aus? Hier sieht's nicht gut aus. Egal. Ich kann schon wieder darauf springen. Aber warum kann ich es machen? Habe ich gerade versucht, hier, während ich den Rücken irgendwo anlehne. Was, Kraftschub? Warte mal, da kann ich ja Dinge zwar machen. Könnt mich nicht aufhalten, ne? Kann ich irgendwas machen, der könnte mich nicht aufhalten. Was sagt er dazu? Jetzt könnte er mich aufhalten, verdammt. Warum dauert das denn so lange? Alter! Wie lange dauert das? Ich weiß, Engelskill und sowas alles ist bestimmt stark, aber trotzdem. Das ist auch unnormal, wie lange das dauert. Na. Ja. Geht weg. Geht weg. Irgendwie sagst du immer gleich weg, das kann das sein. Aber. Ja, schon wieder. Wurde ich. Eruption. Also, ein richtiger Meister in dem Spiel werde ich wahrscheinlich nie. Ja, ich so ein Gefühl. Oder wenn ich jetzt irgendwann 10.000 Mal durchspiele. Na, jetzt du. Super. Komm her. Ah. Sehr gut. Ja. Ah. Na gut, sagt mir irgendwo, da ist ein Speicherpunkt. Der Part wird langsam lang. Da ist ein Speicherpunkt. Gelobt sei ich. Mach mal weiter. Wurde ich. Sehr gut. Wollte ich eigentlich nicht machen. Das ist gut. Und ich bekomme schon die ganze Zeit TP wieder. In Erfahrungsfähigkeit oder so. Ach ja, da kann ich von Brain mal wieder umändern. Weil sie hat ja nichts Neues gelernt. Ah. Nein. Komm runter. Ich muss dich treffen. Ah. Thunderblade. Also als Frontkämpferin ist sie nicht so gut. Nerd. Bleibt ja unten. Jawohl. Ihre Cast-Zeit tut sich natürlich ein bisschen senken, aber trotzdem. Dann machen wir hier. Oh, 2T Dinger. Ja. Ich möchte den Speicherpunkt da hinten nehmen. Kann ich auch, glaube ich. Und da hinten ist ein Junge, Schrägstrich Mädchen, ja. Ich möchte den Speicherpunkt da hinten nehmen. Er wäre doch wohl über bisschen Wasser hier rüber gehen können. Da ist ein Sprechbläschen gewesen. Na. Ja.
Thunderblade. Ja, das war die falsche Richtung, Colette. Aha. Er robbt schon. Ah. Geh weg. Na. Ah. Ah. Dich habe ich glaube ich noch nicht gesehen, nicht Vogelfiech da. Komm mal her. Ja. Hey, Gungnir. Sehr schön. Hurricane Thrust und Ray, warte, wenn ich mich jetzt geirrt habe. Mach ich wieder. Was ich da eintragen kann. Das bedeutet, ich bin jetzt ungefähr bei 5 oder so. Yay. Muss mal irgendwie auch darüber nachdenken, was ich da reinpacke. So, ich habe so das Gefühl, wir kommen nicht zum Speicherpunkt da hinten, ne? Oh doch, kommen wir. Sehr gut, perfekt. Ich sage, ich mache hier einen Schnitt und anstatt in der nächsten Folge direkt zu diesen Mädchen-Jungen hinzugehen, werden wir den Rest des Waldes noch erkunden. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.